Warum fällt es dem Gefühlslehrer so leicht, sich mit anderen Frauen zu verbinden, ausgenommen seiner eigenen Dualseele? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Er ist mit seiner Dualseele, mit seiner Loslasserin, vor ewigen Zeiten als eine Seele erschaffen worden. Und dieser gemeinsame Erschaffensprozess, durch Gott ausgeführt, bringt es mit sich, dass beide Pole ganz direkt und unmittelbar die göttliche Ordnung repräsentieren. Und die göttliche Ordnung sieht vor, dass der Mann etwas über der Frau steht. Natürlich nicht in dem Sinne, dass er mehr wert wäre oder sie gar unterdrückt, sondern dass er sie beschützen kann. Ihre Weiblichkeit, die ja naturgegebenermaßen verletzlicher ist als seine Männlichkeit. Verletzlicher insofern, dass die Frau dazu vorgesehen ist, Kinder zu empfangen, zu gebären und auch zu versorgen. Mir ist völlig klar, dass diese Dinge einer knallharten Feministin nicht gefallen würden, aber ja, damit muss ich leben, denn es ist sehr klar meine Wahrnehmung und die gebe ich hiermit weiter. Und wer damit in Resonanz geht, mag es annehmen und die anderen können es links liegen lassen. Also, der Mann muss ein bisschen stärker sein als die Frau. Er ist ihr Ritter, ihr Schutzpfahl. Im besten Falle ist er das. In einer karmischen Beziehung hingegen wird der Mann nicht in diese göttliche Ordnung hineingefordert, sondern er darf klein und schwach und im Ego verhaftet bleiben, weil ja mit einer karmischen Partnerin überhaupt gar keine echte Verbindung möglich ist. Denn hier treffen zwei Egos aufeinander und Egos existieren durch die Trennung. Zwischen Egos gibt es niemals echte Verbindung. Das heißt, der Gefühlslehrer kann praktisch mit jeder beliebigen karmischen Partnerin, theoretisch mit Tausenden von Frauen, eine Partnerschaft in Anführungsstrichen ohne Probleme eingehen, solange er noch ungeheilt, unreif, unentwickelt und nicht in seiner Männlichkeit ist. Dieses ganze Gebäude steht aber auf sehr wankenden Beinen und er merkt das in dem Moment, wo er seine Loslasserin trifft. Denn hier muss er Mann sein und zwar ganz und gar. Und die meisten Gefühlsklärer können das noch nicht. Sie können es noch nicht, weil ihr inneres Kind in der Entwicklung stecken geblieben ist, durch Mangel an Liebe, durch Traumatisierungen, durch Vernachlässigung. Welche Gründe auch immer dazu geführt haben, dass sein innerer kleiner Junge immer noch klein bedürftig ist. Ja, und die Begegnung mit der Frau seines Lebens, mit seiner großen Liebe, führt ihm das vor Augen. Und im ersten Moment schmeckt ihm das auch gar nicht. Es ist für ihn eine sehr bittere Erkenntnis. Denn ich denke, für einen Mann gibt es kaum etwas Schmerzhafteres und Beschämenderes, wenn er sich nicht als ganzer Mann fühlen kann. Deshalb kompensieren so viele Gefühlsklärer das ja auch auf der beruflichen Ebene oder versuchen es mit Geld zu kompensieren, mit irdischer Macht. Ja, oder sie betäuben ihren Mangel
ihre Erkenntnis mit beispielsweise Alkohol. Das kommt ja auch vor. Nun steht also dieser unterentwickelte Mann, ich weiß, es klingt jetzt etwas heftig, aber die Loslasserinnen sind ja auch in gewisser Weise unterentwickelte Frauen. Also ich will das hier gar nicht werten, vor der Frau und schaut erstmal mächtig zu ihr hinauf. Sie ist für ihn die Königin, die Göttin, die Ersehnte und doch so Unerreichbare. So unerreichbar für den inneren kleinen Jungen, der vielleicht noch im Sand spielt und gar nicht weiß, was eine Frau ist, außerhalb seiner Mutter. Ja, und er gerät in einen gewaltigen Konflikt. Ja, nämlich, er liebt diese Frau mit ganzer Seele, kann aber noch nicht mit ihr sein, weil er diese Aufgabe der Ritterlichkeit noch nicht erfüllen kann. Und solange er dazu nicht in der Lage ist, soll er auch noch gar nicht mit ihr sein. Es beginnt also der lange, weite Weg des Wachstums, der Heilung, auch für ihn. Es wird hier also eine Kluft überwunden, ein Abgrund überwunden zwischen diesen beiden Tatsachen, der Tatsache, dass er diese Frau über alle Maßen liebt und der Tatsache, dass er diese Liebe noch nicht eingehen, noch nicht irdisch erfüllen kann. Im Laufe der Zeit, der Wochen, der Monate, meistens ja auch Jahre, wird dieser Abgrund überwunden, indem er immer mehr das Potenzial entfaltet, Mann zu sein. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist hier ja auch, dass er seine Loslasserin so unglaublich hoch schätzt, auch wenn er das vielleicht selten zum Ausdruck bringt. Umso mehr denkt er sich, wie soll ich für diese Königin Ritter sein können? Da müsste ich ja ein Kaiser sein oder ein kaiserlicher Ritter. Aber er schafft das, denn es entspricht seinem Seelenplan, diesen Weg zu gehen. Und ich grüße euch aus Spanien. Hoi, ein Eichhörnchen, seht ihr es noch?